Willkommen zu meinem vierten Teil des Silvester-Unboxings. Das ist jetzt von der Feuerwerksvitrine. Ich bestelle da auch nur immer wegen der Sommeraktion. Weil sonst sind mir die ehrlich gesagt zu teuer. Auch wenn die nette Raritäten haben. Aber wenn der Preis nicht stimmt, lohnt es sich ja auch nicht. Aber wie gesagt, Sommeraktion ist immer top von denen. Da bestelle ich mir auch mal gerne wieder die ganzen VEs. Aber das seht ihr ja jetzt gleich. So, im ersten Karton befinden sich 6-mal von Pyroart die Hönier. Finde ich eine top Batterie und für den Preis 6 Stück, ich weiß nicht, was ich bezahlt habe, 40 Euro oder sowas, kann man absolut nicht meckern. Und ja, das war der erste Karton. Schauen wir direkt mal in den zweiten. Der zweite Karton der Bestellung ist auch wieder eine komplette VE. Und zwar eine VE mit dem Pyroart Funkenflug, also den römischen Lichtern. Ist jetzt nichts Besonderes, war einfach nur ein Spitzenpreis, dafür habe ich mir jetzt eine mitgenommen. Und ja, mal gucken. Gibt ja einiges, was man damit so anstellen kann. Massenvernichtung oder Verbünde oder, ach, weiß der Tod irgendwas. Das war das zweite Paket, machen wir weiter mit dem dritten. So, weiter geht's mit dem nächsten Karton, ist wieder eine VE. Ich habe den jetzt mal gerade schon aufgemacht. Das ist eine komplette VE mit Bombenrohren oder eine Mischung aus Bombenrohr und Feuertopf. Und zwar von Pyroart die Fire Zones. Das sind die mit den Ringbomben mit Feuertopf, 50 mm. Ist jetzt kein besonderer Effekt bzw. kein besonderer Artikel. Wenn sie funktionieren, sehen sie ganz schön aus. Aber wie gesagt, die VE war halt ganz günstig. Und wenn man diese sich dann mit Kollegen oder weiter irgendwie verkauft, an Freunde, an Silvester, verschenkt, weiß ich nicht, ist immer was Gutes. Massenvernichtung passt ja auch ganz gut dazu. Und ja, das war der Karton. Und dann nehmen wir uns direkt den nächsten. Weiter geht's mit der nächsten VE. Die hatte ich ja schon letztes Jahr, genauso wie die Hönier. Weil für 5 Euro pro Batterie ist die nämlich auch nicht verkehrt. Ist nämlich von Pyroart die Lager. Auch wenn die Zerleger manchmal was schwächer sind oder teils gar keine Zerleger haben, ist es dennoch eine Top-Batterie. Teilweise recht große Ausbreitung und für 5 Euro pro Stück kann man echt nichts sagen. Nächster Karton der Vitrinenbestellung, das dürfte jetzt mal keine VE sein. Könnte gut ein Mischkarton sein. Erstmal wieder sehr gut verpackt. Und ja, ist ein Mischkarton. Fangen wir hier mit so einem Böller-Sortiment an. Das Breakout von Nico. Ich meine, es hat 2,22 gekostet. Einmal mit dem Dragon Label und dem Ninja Label. Und für 2,22 kann man auch da nichts sagen. Genauso wie mit dem Durchgeknallt-Sortiment. War auch nicht teuer. Dann haben wir hier von Pyroart die Quila. Ich meine, das wäre von Keller Skies on the Beach oder meine ich, hieß der Verbund, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Leslie Skywalk, 2 Bombenrohre. Eine Chain Gun, 32 Schuss. Pyro Cricker, nochmal so eine Quila von Pyroart. Von Pyro Partner, Entschuldigung. Dann haben wir hier eine Draupnir von Pyroart, einen Superböller 1 Schinken von Nico und hier haben wir eine 50 mm Feuertopfbatterie, auch von Pyroart, die Lodur. Die hat, glaube ich, nur 20 Euro gekostet und wie ihr gerade gesehen habt, der Preis war normalerweise 30 Euro, also auch schon wieder 10 Euro gespart. Achter Karton der Bestellung. Ist auch wieder eine VE. Ich
Und zwar auch wieder vom PyroArt. Und zwar, wenn ich es jetzt auch wieder rauskriege, die Delling ist eine Crackling-Batterie, gefächert, also auch nicht schlecht. Und ja, jetzt werden noch zwei Kartons übrig. Vorletzter Karton. Mal gucken, was sich da drin alles verbirgt. Ist nämlich, wie es scheint, wieder so ein Mischkarton. Haben wir erstmal hier von PyroArt Knallnachos. Ziemlich zerstört der Karton, aber Knallnachos scheinen ganz zu sein. Dann haben wir hier weitere Chain Gun von Weco mit den Pyro Crackern. Dann Corsair Chain Gun Cracker 250er Matte von Weco. Eine Chain Gun 16er D-Böller Knallkette von Weco. Dann haben wir hier die Space Master von Komet. Zwei Packungen. Dann neue Kanonenschläge Kalaschnikow von Leslie. Da bin ich mal gespannt, wie die so sind. Gutes Gewicht haben sie schon mal, aber heißt ja heutzutage nichts. Dann haben wir hier zwei fette Fächerbatterien. Einmal die Kari, beziehungsweise zweimal die Kari, die habe ich zweimal bestellt. Dann haben wir hier noch zwei D-Böller Knallketten zwischen 7 und 16er Schuss. Und hier ist die zweite Feuer, das sei schon Feuertopf, Entschuldigung, Fächerbatterie Adler, zwei Stück. Unten ist nämlich noch die zweite. So, das war es jetzt von dem Karton. Gucken wir noch schnell in den letzten Karton rein. Letzter Karton der Vitrinebestellung ist auch wieder eine VE und auch wieder eine Batterie von PyroArt. Acht Stück müssten drin sein. Und zwar ist es die Laurin von PyroArt. Auch eine nette kleine Batterie. Und für den Preis eine ganze VE zu kriegen, ich meine auch irgendwas mit 50 Euro, 12 Stück sind drin, also passt der Preis auch gut. So, ich hoffe, euch hat das Unboxing auch gefallen. Jetzt kommt noch der fünfte Teil von der Feuerwerk Traum und Feuerwerksmarktbestellung. Sind nur zwei Pakete insgesamt und ja, dann sehen wir uns gleich schon wieder.